Hey Formel 1 Freaks, wir alle wissen, dass die Formel 1 manchmal ziemlich grausam und brutal sein kann. Doch was am 5. März 1977 beim Großen Preis von Südafrika passiert ist, ist so tragisch, dass es fast nicht zu ertragen ist. Denn an diesem Rennwochenende starben zwei Menschen auf unglaublich tragische Weise. Uns verließ der sehr talentierte Rennfahrer Tom Price und ein 19-jähriger Streckenposten namens Frederik Jansen van Vuren, der diese Welt als Held verlassen sollte. Tom Price war wie gesagt ein sehr talentierter und sehr erfolgreicher Rennfahrer. Er war Brite, also Waliser, und war demnach der erfolgreichste walisische Rennfahrer jemals in der Geschichte der Formel 1. Er hat in der Formel 1 selbst eine Pole Position geholt und zwei Podien. Er war zweimal Dritter. Er galt unter seinen Kollegen als ein Fahrer mit einer überdurchschnittlichen Fahrzeugbeherrschung. Vor allem im Regen, da galt er als einer der besten Rennfahrer zu seiner Zeit. Er fuhr ja zu Zeiten von Niki Lauda, James Hunt oder Mario Andretti. Und Wissenschaftler der University of Sheffield und der University of Bristol haben 2016 in einer wissenschaftlichen Arbeit tatsächlich festgestellt, dass Tom Price anhand diverser mathematischer Faktoren, die fahrzeugunabhängig waren, einer der besten Formel 1 Fahrer aller Zeiten war. Er belegte nämlich in dieser Liste den 28. Platz, eben noch vor den Weltmeistern Niki Lauda, James Hunt und Mario Andretti. Doch trotz seines Erfolgs und seines Talents galt Tom Price als sehr zurückhaltend und bodenständig, genauso wie auch sein britischer Rennfahrerkollege John Watson. Die beiden galten eben im Fahrerlager als sehr bodenständig und sie waren auch immer dafür bekannt, dass sie nach den Rennen gleich nach Hause gingen und gar nicht so lange dieses Playboy-Image ausspielten, was die Rennfahrer zu dieser Zeit damals hatten, sondern sie gingen nach Hause zu ihren Familien und was dort passierte, das blieb auch dort, also ihre Privatsphäre war ihnen sehr wichtig. Das haben sie nie an die große Glocke gehängt oder nach außen getragen. Tom Price selbst hatte eben auch eine Ehefrau namens Nella Price, die tatsächlich bis heute noch dafür kämpft, dass das Andenken an ihren ehemaligen Gatten nicht vergessen wird. Das finde ich echt fantastisch, nach all diesen Jahren, nach all diesen Jahrzehnten, dass sie sich immer noch einsetzt. Was auf jeden Fall in Südafrika am 5. März 1977 passiert ist, das erzähle ich euch jetzt. Es war die Runde 21 des Grand Prix am Sonntag, als ausgerechnet der Teamkollege von Tom Price namens Renzo Zorzi einen Motorschaden an seinem Auto hatte und deshalb sein Auto am Anfang der Zielgeraden abstellen musste, und zwar genau hinter dem Streckenabschnitt The Kink. Und dieser Streckenabschnitt, der hatte eine Kuppel, das bedeutet, man konnte da nicht genau sehen, was dahinter war. Es war also eine sehr uneinsichtige Stelle und damit auch eine sehr gefährliche Stelle. Doch er konnte nichts machen, er hatte einen Motorschaden und musste sein Auto eben genau dort abstellen. Während Renzo Zorzi versuchte, aus dem Auto auszusteigen, da entzündete sich eine kleine Menge Benzin an dem noch heißen Motor und das Auto ging teilweise in Flammen auf. Dadurch bekam Renzo Zorzi Panik, weil er auch noch am Auto hängen blieb, und das veranlasste zwei Streckenposten, die auf der gegenüberliegenden Seite standen an der Boxenmauer, dass sie irgendwie dachten, sie müssen jetzt eingreifen, aber sie hatten keine Befehle von ihren Vorgesetzten. Aber wenn man eben ein Auto sieht, das in Flammen steht und einen Rennfahrer, der damit zu kämpfen hat, aus dem Auto zu kommen, dann denkt man natürlich als Mensch, man muss jetzt da handeln und etwas tun und helfen. Und genau das taten sie dann auch. Sie gingen leider unüberlegt auf die Strecke an dieser uneinsichtigen Stelle und überquerten die Strecke während dem vollen Rennbetrieb. Plötzlich kam das Auto von Hans-Joachim Stuck vorbeigeschossen und verfehlte die beiden Streckenposten nur um Haaresbreite. Doch dahinter, direkt dahinter, auf Platz 13 liegend, im Windschatten von Hans-Joachim Stuck, da lag Tom Price, und er konnte einerseits wegen der Kuppe und andererseits wegen dem Windschatten von Hans-Joachim Stuck nicht sehen, was da hinter der Kuppe lag, und deshalb konnte er auch die zwei Streckenposten nicht sehen. Es war also so, dass er den einen Streckenposten auch knapp verfehlte, aber er erfasste dann den anderen 19-jährigen Streckenposten Frederik Jansen van Vuren mit 280 km/h. Und ja, dann könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist mit Frederik Jansen van Vuren. Das will ich euch jetzt nicht beschreiben, aber es war unfassbar tragisch
Und was eben noch dazu kam, war dann, dass Fredrik Jansen van Wuren einen schweren Feuerlöscher bei sich trug, einen 18 Kilogramm schweren Feuerlöscher, der Tom Price genau am Kopf traf und diesen auch sofort tötete. Das bedeutet, dass Fredrik Jansen van Wuren eigentlich als Held gestorben ist, denn er wollte dem Teamkollegen von Tom Price, Renzo Zorzi, helfen. Er wollte das Feuer mit einem Feuerlöscher löschen. Und Tom Price, der ist dann tatsächlich noch weiter die Zielgerade entlang gefahren, da sein Fuß auf dem Gaspedal hängen blieb. Und in der ersten Kurve namens Crowthorn Curve, da kollidierte er dann noch mit Jacques Lafitte und die beiden landeten schließlich im Kiesbett. Jacques Lafitte war Gott sei Dank unverletzt. Das Ganze war ein unfassbar tragisches Unglück und ein unfassbar tragisches Rennwochenende, das dazu führte, dass alle schockiert waren und man sich überlegte, was man daraus ziehen könnte. Man hat auf jeden Fall Regeln eingeführt, dass Streckenposten nicht mehr unbeaufsichtigt und ohne Befehl eben die Strecke betreten dürfen und dass das alles eben noch mehr überwacht ist. Es war auf jeden Fall auch so, dass die Familie von Fredrik Jansen van Wuren danach dann den Rennveranstalter angeklagt hat und vor Gericht gezogen ist. Und es kam tatsächlich heraus, dass Fredrik Jansen van Wuren nicht gut geschult wurde und dass er widersprüchliche Instruktionen erhalten hatte und dass das letztendlich auch indirekt zum Unglück führte. Ja, das wurde dann im Laufe der Jahre danach verbessert. Und heute sind wir eben in der Formel 1 angekommen, die wir alle so lieben, die eben besser strukturiert ist, noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall deutlich besser als noch in den 70er Jahren. Ja, das war die Geschichte von Tom Price und Fredrik Jansen van Wuren. Ich kann zum Schluss nur sagen, es war ein tragisches Unglück, ein tragischer Unfall und die beiden wurden uns viel zu früh aus dem Leben gerissen, aber Fredrik Jansen van Wuren starb als Held und Tom Price als einer der talentiertesten Rennfahrer seiner Zeit. Die beiden werden für immer unvergessen sein. Rest in Peace, Fredrik Jansen van Wuren und Tom Price.